Moin, 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 moin. Alles klar? Wie geht's euch? Alles gut heute? Bevor wir hier starten, ich wollte mal was zum letzten Part sagen. Ich hab's noch nicht hochgeladen, aber ich habe das Gefühl, dass sich da einige vor den Kopf gestoßen gefühlt haben hinterher. Und vor allen Dingen möchte ich klarstellen, wie meine politische Gesinnung ist. Weil einige wahrscheinlich gedacht haben, der Matti ist gegen Quote. Und oh, das ist auch blöd, weil das gibt's nämlich. Kennt ihr den Wahlomaten? Das ist so eine Internetseite, da kann man Fragen beantworten. Und dann sagen die dir, was du wählen solltest. Und das ist absolut nicht ausgereift. Null. Also ich finde, politischer Bildung hat das überhaupt nichts zu tun. Denn da gab es auch die Fragen, ob du für oder gegen eine Quote bist. Und jedes Mal, wenn du gegen eine Quote warst, hat er dir gleich gesagt, dass du die NPD wählen sollst. Was natürlich totaler Quatsch ist. Weil meiner Meinung nach eigentlich eine Quote eher so vom aufgeklärten Verhältnis der NPD zusprechen würde. Immerhin habe ich das ja erklärt, dass normalerweise man davon ausgehen sollte, dass alle gleich geboren sind. Ja, im Endeffekt ist es nichts weiter als Geburtsrecht, wenn du sagst, dass du, weil du eine Frau bist, einen besseren Job kriegst, als wenn du, weil du ein Mann bist. Das ist nichts anderes als Geburtsrecht und das ist totaler Quatsch. Und ich finde, das ist auch ein bisschen, ja, klingt jetzt komisch, aber es ist ja eigentlich Nazi-Denken. Wenn man denkt, dass es eine Gruppe gibt, die per se besser gestellt sein sollte als eine andere, das ist absolut Unsinn. Totaler Unsinn. Ich finde, Quotendenken ist genau das. Es ist einfach genau das. Und nichts anderes. Man kann ja von mir aus auch sagen, ja, wieso? Da werden jetzt mehr Frauen in irgendwelche Führungspositionen gestellt und so weiter und so fort. Ja, toll, aber die verdienen trotzdem weniger Geld als die Kerle, die da sitzen. Von mir aus so Frauen reinmachen, die das dann ja selber erarbeitet haben, die können dann da auch sitzen, weil die dann selbst wissen, warum die da auch sitzen und sie genauso bezahlen wie diejenigen, die Männer sind und auch da sitzen. Macht überhaupt keinen Sinn, das anders zu machen, finde ich. Warum sollte man das auch anders machen? Das bringt uns doch überhaupt nicht weiter. Aber ich fahre wieder hoch. Nur nochmal, um es klarzustellen. Und ich finde, dass solche Quotengedanken, das geht ja von einer Zweiklassengesellschaft im Endeffekt aus, dass es eine Klasse gibt, die jetzt gerade ein bisschen höher betitelt ist, nämlich jetzt hier die Kerle, lass es mal so sein, die kriegen mehr Geld und kriegen bessere Jobs. Und es gibt die Frauen, dass ich das überhaupt sage, das ist so dämlich eigentlich, die Frauen, die dann nicht so gut bezahlt werden, was stimmt und was auch abgestellt werden muss, und die Jobs nicht kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das heutzutage gar nicht mehr so das große Problem ist und dass so eine Quote eigentlich gar nicht sein sollte. Sicher sollte man den Firmen dann ein bisschen auf den Finger gucken und solche Gespräche wie, werden sie in den nächsten 2 Monaten schwanger, sollte man eigentlich jetzt nicht so wirklich führen. Darf man auch gar nicht, finde ich auch gut. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich will nur, dass das niemand in den falschen Hals kriegt. Ich finde Nazis scheiße und das ist so. Das ist eigentlich... Ja, für mich gibt es eigentlich nichts Dämlicheres, als heutzutage noch davon auszugehen, dass es Menschen mit einem gewissen Geburtsrecht gibt. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Ja, du bist in einer Asi-Familie groß geworden und kannst eben nichts mehr reißen. Das ist Quatsch. Du bist als Flüchtling hier und frisst dich da deswegen durch den Käse, der deutsche Staatshaushalt ist. Das ist totaler Unsinn. Das ist alles Unsinn. Sicher gibt man für die Leute Geld aus, aber überlegt mal, es gibt Statistiken, wie viel Geld die Flüchtlinge uns kosten. Das ist nicht viel. Das ist absolut nicht viel. Und wenn man es mal vergleicht mit anderen Dingen. Keine Ahnung, Straßen bauen und so weiter. Marginale Summe. Ich glaube, dass 10 Flüchtlinge oder lass es mal 100 Flüchtlinge sein, nicht so viel Geld kosten wie eine Baustelle auf A1, die in einem Jahr nur 3-mal von Baustellenarbeitern frequentiert wird. Bin mir sicher. Dass so eine Baustelle, wo da nur die Baufahrzeuge stehen und keiner arbeitet, die ist für uns 100-mal teurer. Als alle Flüchtlinge auf der ganzen Welt. Nein, 100 Flüchtlinge. Jetzt übertreibe ich, aber 100 Flüchtlinge. Bin ich mir sicher. Deswegen einfach da mal die in den Arsch drehen und sagen, pass auf jetzt hier, wie wär's mit Arbeiten. Und also die Baustellenarbeiter, also die Bauarbeiter, die in den Arsch drehen, wie wär's mit Arbeiten. Und dann geht's uns auch besser. Das ist jetzt ein bisschen plakativ und nur ein Beispiel, aber mir ist gerade nichts Besseres eingefallen, obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass das, was ich gerade gesagt habe, sogar stimmt. Ja, die sollen... Ich empfinde so Sachen wie Pegida und so weiter eigentlich eher so als Hilfeschrei von den Idioten, weil die es einfach nicht besser wissen. Aber die können es auch nicht besser.
Warum? Wer erzählt Ihnen denn die Meinung? RTL? Bildzeitung oder was? Ja, toll. Da steht dann drin, dass immer wieder ein Flüchtlingsschiff dran gekommen ist. Und das ist Quatsch. Das macht doch niemanden froh. So, Je suis Kurt erhält 280 Erfahrungspunkte und damit erreicht Je suis Kurt Level 30. Und... Hey, Je suis Kurt entwickelt sich. Jetzt kriegt er Minus. Also seine Superfähigkeit Plus ist nicht mehr da. Und jetzt gibt's... Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht die Werte von Pupita, ob die jetzt hochgradig schlechter oder besser sind als die von Kurt. Gerade keine Ahnung. Kann ich ja mal danach nachgucken. So, Je suis Kurt. Pokerfähigkeit. Ah, nee, wir gehen erstmal ins Pokécenter. Ein bisschen aufladen hier. Oh, jetzt stirbt er. Wir werden es nicht mehr rausfinden. Nein, Quatsch. Böms. Aber hätte sein können. Wir haben ja keine AP mehr. Okay, dann geben wir Sprühstück mal den EP-Teiler. Der liegt da unten rechts. Ich finde, Kurt sieht jetzt aus wie ein Lümmel. Hier jetzt so. Ah. Also, naja. Das Beste, was Pegida uns liefert, sind die Internetseiten, die deren Sprüche so sammeln. Hier. Rhetorische Perlen von AfD und NPD-Mitgliedern zum Beispiel. Ja. Das ist ein Brüller. Geht da einfach mal drauf. Da lacht ihr euch kaputt. Und solange das so bleibt, solange die so ein gewisses Wissenskontingent behalten, also die, die bei Pegida sind und so weiter, dann habe ich davor auch keine Angst. Wie wäre es denn, wenn es hier einfach mal brennt und alle Leute uns verfolgen und wir dann irgendwo anders versuchen, Flüchtlinge zu sein und dann gibt es da irgendwelche Mongos, die mit irgendwelchen Plakaten auf die Straße ziehen und sagen, ey, lass sie nicht rein, die vögeln eure Freundin und klauen euer Geld. Merkwürdig. Also. Irgendwie Eigentil, mag scharfes Essen. Wesen hart, ja, das bleibt so. Ich hatte ja eigentlich gedacht, das ändert sich, aber das ist... Facettenauge, oh mein Gott! Das ist gut! Das ist echt gut! Wenn wir jetzt so fiese Attacken haben wie Steinhagel, 75%, ne, 90% Genauigkeit, Schlammbombe, 85%, das ballert eigentlich immer nur daneben. Und jetzt ist Je suis Kurt am Start und trifft... immer. Okay. Wir haben ja eigentlich noch zwei Patienten, die wir trainieren müssten. Aber ich habe keine Ahnung, wo wir das am besten machen. Jetzt das geht hier. Können wir hier Lümmeltüte laufen lassen? Ich lasse den Lümmel raus hier. Brrr. Nee, das ist so eine Sache. Das macht echt Spaß. Vor allen Dingen die Rechtschreibung. Und ich habe das Gefühl, dass sie auch wissen, dass wir uns über deren Rechtschreibung kaputt machen. Warum auch nicht? Okay. Nachspiel? Was ist denn jetzt Nachspiel? Ach, das war ja der Unsinn mit alle AP verlieren. Das ist doch scheiße. Jetzt muss ich wieder zurück. Oh nein, bitte nix. Das ist eigentlich ein ganz cooles Vieh hier, Lümmeltüte, ne? Oh mein Gott. Lümmeltüte, mach's kaputt! Jawohl! Jetzt habe ich gar nichts mehr. Das ist der perfekte Ort zum Leveln hier. Einfach alle AP wegmachen. Die ganze Zeit. Nur so. Aus Spaß. Nein, nein, nein. Ich habe ein bisschen Angst vor der Arena dann. Immerhin sind unsere Viecher jetzt noch nicht so stark. Ich meine, selbst die wilden Pokémon hier können uns umbringen. Ich habe ja gesagt, wo ich ungefähr hin wollte. Und da sind wir auch fast. Naja, jetzt wollen wir noch ein Thema. Für die letzten 5 Minuten. Ich habe keine Ahnung. Was stand heute in der Zeitung? Weiß ich nicht. Und über so aktuelle Sachen zu diskutieren, ist auch immer so... Das ist unfruchtbar, weil es gibt so viele Dinge, die kannst du einfach nicht ändern. Und da gibt es entweder eine schwarze oder weiß Meinung. Zum Beispiel, wollen wir Griechenland jetzt wirklich Geld geben oder nicht? Und freuen wir uns, dass sie aus der EU raus sind oder nicht? Das ist echt eine ganz schwierige Frage. Ich weiß nicht. Ich glaube, der Pietätsgedanke wäre für mich dann noch ein bisschen zu hoch. Aber wen willst du da belangen? Und wo willst du Geld denn holen? Ich hatte das Gefühl, was ist denn, wenn die ganze EU einfach mal auf Durchzug stellt und einfach sagt, so von wegen, ja, wieso schulden wir? Nee. Und was passiert dann? Oh. Warte mal, ich muss gleich mal unbedingt Lümmeltüdes Sound
abspielen. Ja, hier bringt das auch nichts mit Leveln. So, warte, pass auf, das ist geil. Achtung. Nee, jetzt. Los, Lümmeltüte. Der hat richtig Bass. Das ist wie so ein richtiger super geiler Helikopter. Der Typ, der kann's einfach. Bam, Alter. Yeah. Wir können ja versuchen, da drüben hinterher noch ein bisschen zu... Ich hab Angst. Ich bin mit allem unzufrieden hier. Das merkt ihr gerade so ein bisschen, glaube ich, ne? Ich wollte eigentlich noch so ein bisschen hier machen, aber... Was wäre denn das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass Lümmeltüte da stirbt. Und das kann auch ganz schnell mal passieren. Aber was ist denn los? Ohne Risiko macht das alles keinen Spaß. Wie wäre es denn, wenn wir einfach mal jetzt hier Sprühstück nochmal den EP-Teiler klauen? Tut mir leid, war eine kurze Freude für dich. Und dann trainieren wir Lümmeltüte. Und dann geht es ein bisschen weiter. Ich glaube, so 180% des Let's Plays fahre ich auch nur zwischen den beiden Städten hin und her. Und freue mich über diese Radfahrer da. Oh Mann, Traumzug, ich will das nicht mehr. Tauche so weg. Es hat keine... War? Wieso hat das keine... War? Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe auch gerade nicht so schnell lesen können. Lasern. Ah, okay. Jetzt haben wir eigentlich heute nichts gemacht, aber auch nicht über wichtige Sachen geredet. Ich wollte nur, dass das nochmal klar wird, was ich gestern erzählt hatte. Ach. Ja, Quoten finde ich einfach doof. Das ist wirklich so. Na. Das ist aber auch so eine Sache, wo man versucht, Leute zu sozialisieren. Zum Beispiel in der Schule ist das auch. So von wegen, dass du dann sagst, ja, junge Mädchen, das ist eigentlich nichts anderes. Man versucht nur, dass man die Peergroups da so ein bisschen aufbricht und die alle mal ein bisschen durcheinander mischt. Aber was mit dir denn? Schnarcher ist nicht gut. Das ist frech. Von einem Ballon erledigt, das lasse ich nicht über mich ergehen. Lümmeltüte ist gut, komm zurück. Lake. Jetzt müssen wir schon wieder heilen. Das meine ich, Leute. Das ist alles so fragil mit diesen gerandomisten Attacken. Da kriegt man nur auf die Fresse. Und ich würde mich mal darüber freuen, wenn es einfach mal laufen würde, so ein paar Parts. Übrigens, ich weiß nicht, ob ich es gemerkt habe, aber ihr habt oben rechts wieder ein neues Bild. Ich nenne es betrunkener Schneemann, kippt nach hinten über und trägt einen weißen Eimer auf dem Kopf. Steht auch im Louvre. Fünfmal. Ich hatte ein Edding mit. Okay, warte mal, was steht da jetzt? Nachspiel, ja, tolle Wurst. Ja, ja. Trockenheit. Die Tanne wurde wohl extra lange nicht mehr gebürstet, oder wie ist das? So. Das ist so schrecklich. Jetzt sind wieder die AP alle weg, ey. Das ist... Oh. Hass. Und von einem Sonnenkern gebasht werden, ist schon ziemlich armselig, ne? Das kann uns passieren. Okay, Level 20. Sauer erarbeitet. Okay, Leute, die nächsten Parts werden so aussehen. Ich werde von meinen Partys in Hamburg erzählen und ich werde mit demnächst wieder hier jemanden einladen müssen. Also alleine habe ich da echt keinen Bock mehr drauf, das hier aufzunehmen. Das gibt's nicht. Ja. Und jetzt bin ich auch müde. Können wir uns darauf einigen, dass wir morgen mal ein bisschen rallen? Ja, bitte. Ist nichts passiert heute, tut mir leid. Ich habe eure Lebenszeit geklaut. Mal wieder. Macht es gut, aber komm. Für diesen, ich hatte ein Edding mit im Louvre. Das ist ein geiler Witz gewesen, ne? Ich bin ja gerade richtig stolz drauf. Ja, bin ich. Okay, für alle von euch, die den nicht verstanden haben, ich bitte Arne jetzt diesen Witz zu erklären. In den Kommentaren. Danke.